Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Es ist schön. Ach, es ist warm. Die Sonne scheint, man sieht die Fische im Wasser schwimmen. Die Inzidenzen sind da, wo sie hingehören in dieser Jahreszeit. Eine Folge der Maßnahmen dürfen Sie natürlich glauben. Man kann ja glauben, was man will, ne? So wie ich ein Agnostiker bin und halt sage, ich weiß nicht, ob es den lieben Gott gibt oder nicht. Aber ich habe schon hin und wieder das Gefühl, dass es da eine mächtige, schützende Hand über mir gibt, die mich bei meinen Entscheidungen leitet und letztendlich dafür sorgt, dass ich am Leben bleibe. Ja? Und diese schützende Hand sagt mir, geh nicht zur Impfung. Und ich glaube dieser schützenden Hand. Es ist ein Glaube. Das Wissen, was ich habe, ist, dass es da mächtige Gestalten in der Politik gibt, die mich dahin bewegen wollen, die unbedingt wollen, dass ich den kleinen Pieks mir abhole, trotz aller Wirkungen, die nach und nach ans Licht kommen. Ja? Auf der RKI-Webseite können Sie die bekannten Nebenwirkungen nachlesen. Und ich kann Ihnen berichten, dass ich aus meinem Bekanntenkreis von weiteren Nebenwirkungen gehört habe. Wer die Wirkung dieses medizinischen Präparats kennt, weiß, wie es wirkt und dass es vor allen Dingen im ganzen Körper wirken kann, fragt sich natürlich, was eine zu tun hat mit Abwehrmechanismen, die ich im ganzen Körper installiere, dass die manchmal nicht so wirken, wie sie vielleicht wirken sollen, dass sie zu stark wirken oder zu schwach. Das ist ja alles nicht erforscht. Es gibt ja keine Langzeitstudien. Und die Behauptung, dass man mit viel Geld und teleskopierten Verfahren dafür sorgen kann, eine erhöhte Sicherheit zu schaffen, dafür gibt es keine Belege. Ja? Das sind einfach nur Behauptungen von Besserwissern. Und ich spreche hiermit einfach mal ein kleines Gebet für die Doofen. Wir wissen noch nicht, wer die Doofen sein werden in Zukunft. Aber ich sage einfach nur, lasst euch leiten aus eurem tiefsten Inneren. Glaubt euren Emotionen, glaubt euren Entscheidungen. Entscheidet nicht so, wie andere für euch entscheiden wollen. Entscheidet selbst. Vertraut in Gott. Vertraut in die Natur. Vertraut in euch als Mensch. Bleibt bei euch. Und besorgt euch alle Informationen, die ihr bekommen könnt, überall. Lasst euch nicht einreden, dass es dort Menschen gibt, die euch etwas Böses wollen. Die meisten Menschen wollen das nicht. Amen.